Ob European Championships, Special Olympics oder die Fußball-EM, Deutschland ist immer wieder Ausrichter sportlicher Großveranstaltungen. Aber was ist eigentlich mit den Olympischen Spielen? Diese Frage diskutieren Gäste aus Politik und Sport beim Talk der Deutschen Olympischen Gesellschaft Berlin. Olympia hautnah, was große Sportveranstaltungen für Berlin bedeuten. Wir haben nicht nur in Berlin, wir haben auch in vielen anderen Orten sehr gute Voraussetzungen, um so Großveranstaltungen durchzuführen. Und das darf man ja auch mal selbstbewusst sagen. Dass Deutschland und Berlin Großveranstaltungen können, ist bekannt. Im Sommer 2023 werden hierzulande die Special Olympic World Games stattfinden. Nicht nur sportlich, aber vor allem gesellschaftlich soll das Event nachhaltig in Erinnerung bleiben. Schlussendlich kann die Aufmerksamkeit auch dafür genutzt werden, etwas zu verändern. Ob es darum geht, mehr Sportangebote zu machen, mehr Mitglieder zu gewinnen. Und ich glaube, da können die Special Olympics, wie gesagt, ein tolles Beispiel geben. Gleichzeitig werden Großveranstaltungen immer politischer. Wichtig ist deshalb, in neuen Konzepten zu denken, mutig zu sein und sich neu auszurichten. Aber kann Berlin das? Die Rahmenbedingungen sind jedenfalls gegeben. Ja, Berlin ist erstmal eine Metropole von der Größe her, die es auch schaffen würde, diesen Zuschauerandrang zu bewältigen. Und Berlin ist eine Sportstadt, also verschiedenste Veranstaltungen haben es bewiesen. Und ich denke auch durch die Historie von Berlin ist Berlin auch sehr, sehr gut geeignet, ein Großereignis auch im Sport auszurichten. Stichwort Olympische Spiele 2036. Immerhin wäre das die Möglichkeit, alles besser zu machen als vor 100 Jahren und sich von einer ganz neuen Seite zu zeigen. Auch für Athletinnen und Athleten wären die Spiele ein besonderer Ort der Begegnung. Wie viele verschiedene Charaktere, Nationen, Glaubensrichtungen zusammenkommen und wie toll und friedlich und freundlich und respektvoll alle miteinander umgehen. Berlin ist groß, vielfältig und sportbegeistert. Und auch die Berliner Koalition bekräftigt die Bereitschaft, sich mit einem nachhaltigen Konzept um die Durchführung von Olympischen und Paralympischen Sommerspielen zu bewerben. Ja, wir haben ganz viele Turnhallen, Sporthallen, wir haben die Infrastruktur natürlich in großem Umfang, die notwendig ist, um tatsächlich viele, viele verschiedene Sportevents auch machen zu können. Noch sind Olympische Spiele Zukunftsmusik. Fakt ist aber, dass eine große Debatte auf die Hauptstadt zukommt. Ja, wir wollen mit der ganzen Gesellschaft darüber reden, was ist eine angemessene Form für ein großes Sportfest. Es gibt eine Riesenenergie an der Stelle und wir als DOG wollen diese Energie bündeln, wir wollen sie verstärken und wir hoffen, dass wir Erfolg haben. Es gilt, hartnäckig zu bleiben. Nach Special Olympics und Fußball-EM ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele wieder in die Hauptstadt kommen.